Herzlich willkommen in Bremen. Mein Name ist Alexander Tassis, 48 Jahre alt, seit 3,5 Jahren Einzelabgeordneter Alternative für Deutschland, die ich hier die Ehre habe, skandalfrei und bundesweit beachtet zu vertreten für die Bremer Bürger, bei denen ich mich hier auch bedanken will, dass ich weitermachen soll. Die haben mich so viel hier aufgemuntert auf den Straßen, die Bremerhavener und Bremer Bürger, dass ich das gerne machen möchte. Mein Dank richtet sich auch an die junge Alternative in Bremen, die mich in den letzten 3,5 Jahren ehrenamtlich hier sehr unterstützt haben als Einzelabgeordneter. Und ich hoffe, dass die gute Arbeit noch weitergeht. Mit meiner knallharten Positionierung gegen Merkels Flüchtlingspolitik und vor allem auch gegen die Mittäterschaft der Landesregierung des Bremer Senats habe ich mir viel Ärger eingehandelt. Aber das war richtig so und notwendig. Ohnehin haben die positiven Aspekte eh überwogen in meiner Landtagsarbeit. Ich habe mich für die teilweise Altstadtrekonstruktion von Bremen eingesetzt. Für die deutsche Leitkultur, die gerade mir als Migrantensohn sehr wichtig ist, die sollte für uns alle verpflichtet sein. Und vor allem auch schließlich und endlich für Elemente der direkten Demokratie, die jetzt noch in der letzten Hälfte der Legislaturperiode zur Sprache kommt. Über 300 Bürger haben mich aufgesucht in meiner kleinen gemütlichen Wohnung, bei denen ich mich auch recht herzlich bedanke für ihre Anregungen, für Anfragen und für das Vertrauen, das sie mir bei den Problemlösungen gegen Amtsmissbrauch und Bürokratieversagen entgegengebracht haben. Großartig funktioniert hat auch die Zusammenarbeit mit den 15 anderen Landtagsfraktionen der Alternative für Deutschland, die mich in Einzelkämpfe aus Bremen immer auf Augenhöhe behandelt haben. Als Fraktionsspitze ohne Fraktion gewissermaßen. Vorbild für meine Arbeit waren mir die unangepassten ostdeutschen Landesverbände. Da ich mich an die absurden politischen Verhältnisse in Bremen sicher niemals anpassen will. Alexander Tassis, Ihre eine Partei Stimme in der bremischen Bürgerschaft. Vielen Dank.